Ja, und da bin ich ja wieder zurück. Ja, ich hatte leider einen Fehler in der Anwendung. Ja, tut mir leid, aber so ist das nun mal manchmal. Machen wir weiter. Fortfahren. Ich habe keine Ahnung, wo das Spiel gespeichert hat, das werden wir ja gleich sehen. Meinte der Konzern, dass die japanischen Gewässer nicht sicher sind. Sie hatten wohl Angst, dass Fischer ihn vielleicht für bestimmte Forschungszwecke harponieren würden. Das ist eine fette Machtdemonstration. Wie wohl Militech darauf reagiert? Ach, die Mann. Ich bin Becker. Ah, hier ist gespeichert, okay. Ah, treffen sich zwei Nomaden in Night City. Wie kann ich helfen? Ich suche diese Frau. Kennst du sie? Bullenschnalle? Ja. Sie hat ein Zimmer in dem Motel da. Gleich da drüben. Super. Danke. Doch nicht dafür. Gut. Wir wissen ja, dass die Mission jetzt erstmal nicht geht. Aber hey, ich habe mein Geld wieder. Ich will auf jeden Fall den Doc bezahlen. Aber jetzt müssen wir mal Story-Mission machen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Sind die eigentlich automatisch aktiv, wenn ich in der Nähe bin, oder? Begib dich, Schnellreise. Okay. Hier kann ich mich. Ja. Gut, brauche ich jetzt aber nicht, weil ich bin eh gleich in der Nähe. Ich habe mehr Probleme mit Ratten. Kennt man ja. Aber diese Ratten sind so groß wie Menschen. Die hat ja auch 1 Million Aufträge. Der größte Störenfried ist Taki Kenmochi. Tu mir einen Gefallen und schalte sie aus, okay? Details anbei. Hier ist ganz schön viel los in der Stadt, ey. Ah, er ist noch nicht um 6. Mal kurz warten. Es rumliegt der Eisenbecher. Zivilist. Das Fächer. Was man hier alles Geld machen kann, hä? Jeden Müll kann man hier aufheben. 17,51. Mal kurz warten. Ablenkungsmanöver.
Ja, komm. Zwei Minuten noch. Warten muss kollektiv, aha. Eine Minute noch. Jetzt können wir mal. Hey, wir Zuckerschnute. Wie wär's mit deinem heißen BD? Klar, ich geh mal rein. Warte, erst die Hausregeln. Unerlaubtes Aufnehmen jeglicher Art ist streng verboten. Keine Drogen, kein Grabschen. Gefällt dir jemand, fass ihn nicht an. Wähle einen Katalog, bestelle einen BD und verzieh dich in die Kabine. Sehe ich so grün aus, als würde ich nichts wissen? Dann geh rein. Viel Spaß, Input. Willkommen im Lizzies. Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen. Geht sicher. Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen. Aber schon abgeriert. Ha, wundert mich gar nicht. Ich warne dich. Ich hab schon nichts. Also man muss hier echt viel lesen. Also, das kann ein geiles Stück wie ich für einen scharfen Kerl geben. Hey! Willst du was trinken? Was gibt's denn so? Was habt ihr auf der Karte? Also verschiedene Buffs wieder. Wenn ich mein Geld sparen will, kaufe ich mal nichts. Nur so aus Neugier. Heißt die Besitzerin Lizzie? Schon lange nicht mehr, nein. Ist keine angenehme Geschichte. Jetzt bin ich noch neugieriger. Die echte Lizzie hatte hier früher mal ein Striplokal. Lizzie's Bar. Mädels gut bezahlt, versichert, hatten sogar Personenschutz. Alles in allem ein guter Laden. Und dann? Lass mich raten. Es blieb nicht so. Tiger Claws sind schuld. Tiger hat eins von Lizzies Mädchen schlimm zugerichtet. Lizzie hat ihm die Eier weggeschossen. Am nächsten Tag kam dann die Gang. Das war's für Liz. Aber am Ende haben die Tigers den Mox doch die Bar überlassen, oder? Sozusagen. Die Mox mussten einem Deal zustimmen. Aber sie haben einen kühlen Kopf bewahrt und sich organisiert. Susie Q hat jetzt das Sagen. Aber das Schild bleibt als Andenken. Und das Geschäft läuft immer noch. Ich suche Evelyn. Ich suche Evelyn Parker. Ist sie gerade da? Wer fragt? Ich bin Vee. Bin hier mit ihr verabredet. Ist mir dein Vergnügen, Vee. Ich bin Matteo. Aha, ist ja schön. Und Evelyn? Der Club ist groß. Du wirst schon selbst nach ihr suchen müssen. Die stand neben ist mir schon. Ist schon gut, Matteo. Ich hab ihn erwartet. Okay. Evelyn Parker. Ich wusste gleich, als du reingekommen bist, dass du's bist. Erstmal trinken. Nichts geht über Sanson. Aber woher weißt du das? Ich kenne gern die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Vielleicht habe ich aber auch nur gut geraten. Habe ich denn die Voraussetzung dafür schon, anscheinend? Warum treffen wir uns hier? Gibt's da einen speziellen Grund? Das scheint mir irgendwie nicht deine Art von Laden zu sein. Das nehme ich mal als Kompliment. Komm mit. Ich weiß, wo wir reden können und uns keiner belauscht. Wir sind in der Lounge, Matteo. Wenn jemand fragt, wir sind nicht da.
ist von mir und Kenny. Alles ist in Ordnung. Echt? Sag mir doch einfach die Wahrheit. Hab ich gerade. Setz dich. Dex hat viel über dich geredet. Du seist professionell, effektiv und vertrauenswürdig. Ich hoffe, er hat nicht zu viel versprochen. Ja. Ich bin der Beste. Ich mach meine Sache gut. Hab eine verlässliche Crew und noch nie einen Job vergeigt. Dir ist klar, dass ich von dir mehr erwarte, als Datenterminals an der nächsten Straßenecke auszukratzen, oder? Viel, viel mehr. Ich bin der Beste und weiß, was ich tue. Dex hat sich klar ausgedrückt. Der Job ist riskant. Habt ihr eigentlich lange zusammengearbeitet, du und Dex? Eigentlich ist mein erster Job. Eigentlich ist das mein erster Job für ihn. Es gibt zwei Arten von Fixern. Die einen halten ihre Crew an der Leine und binden sie mit Verträgen an sich. Für die zählt Loyalität und Verlässlichkeit mehr als alles andere. Und dann gibt's die andere Sorte, wie Dex. Komm schon, spann mich nicht so auf die Folter. Glücksritter. Sie verlassen sich nur auf eins, ihre Intuition. Sie setzen auf Potenzial. Und wenn sich das bei einer neuen Crew nicht auszahlt, dann war das der letzte Fehler ihres Lebens. Ich hoffe inständig, Dex lässt seine Intuition nicht im Stich. Warum kommen wir nicht endlich zur Sache? Was hast du für mich? Dein Ziel. Ich nehme an, du kennst es? Relic. Ein Sichere-Deine-Seele-Schmuckstück. Richtig gute Tech. Wir haben's mit Arasaka zu tun. Das macht die Sache scheißgefährlich. Mhm. Arasaka hat Milliarden in Persönlichkeitstransfer-Tech gesteckt. Aber ich will bloß die Daten auf diesem Chip. Er liegt gesichert im Konpeki Plaza, dem Hotel. Warst du da schon mal? Nicht meine Preisklasse. Schicke Konzernhotels? Nein, nicht meine Preisklasse. Hm. Das Dekor ist umwerfend. Wirst du gleich selbst sehen. Also, wo genau finden wir diesen Chip? In einer Suite im obersten Stock. Dort wohnt Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? Er ist in der Stadt? Liest du denn gar nicht? Die Medien haben sich darauf gestürzt, als Yori nach Night City kam. Es war in allen Schlagzeilen. Jedenfalls ist er der Erbe des Arasaka-Imperiums. Saburo Arasakas einziger überlebender Sohn. Und jetzt will Arasaka Junior in Night City die Macht an sich reißen, oder wie? Nur eine Handvoll Leute in Night City kennen Arasakas wahre Absichten. Und du gehörst dazu? Einer wie Yorinobu hat doch eine ganze Armee im Rücken. Das Hotel ist wahrscheinlich eine Festung. Yorinobu hat überhaupt keine Mietmuskeln, keine Wachen. Hat sie vor langer Zeit entlassen. Warum denn? Du weißt doch sicher, was man über Arasakas Infos sagt. Niese in Night City und in Tokio fällt eine Kirschblüte vom Baum. Yorinobu war überzeugt davon, dass die Leibwachen seinem Vater direkt Bericht erstatten. Wir haben es also nicht auf den Konzern abgesehen, sondern auf Yorinobu Arasaka selbst. Bitte, Yorinobu ist eine Puppe. Hat seine Karten vor Jahren verspielt, als er Papi nicht gehorchte. Saburo hat Yori seit Jahren bei den Eiern und wartet nur darauf zuzudrücken, wenn er herausfindet, dass sein Sohn Scheiße baut. Hör mal, wenn du jetzt noch Asse im Ärmel hast, solltest du sie langsam ziehen. Bekomm jetzt nicht gleich einen Ständer, mein Lieber, aber Yorinobu hat sich den Chip aus Arasakas Labor geklaut, weil er einen Deal mit Netwatch hat. Die wollen ihm das Ding abkaufen. Hast du mein Ass gefunden, oder muss ich deine Nase reinhalten?
Und was hat Yorinobu von der ganzen Sache? Unwichtig. Konzentrier dich auf den Biochip. Was könnten ihm die Wächter und Beschützer des Cyberspace bieten? Infos über seine Feinde? Das muss dich nicht kümmern. Du sorgst dafür, dass die Übergabe nie über die Bühne geht und ich den Chip kriege. Moment. Netwatch ist doch neutral, dachte ich. Netwatch ist für die Sicherheit aller Konzerne zuständig und kassiert dafür Millionen. Aber heutzutage dankt es dir niemand, wenn du ein Heiliger bist. Wer bei diesem Spiel gewinnen will, muss alles einsetzen. Gut, also keine Arasaka-Sicherheit auf dem Chip, weil Yorinobu ihn geklaut hat. Und wo versteckt er ihn? Wahrscheinlich in einem Spezialbehälter, der eine organische Neuralumgebung imitiert. Von außen wird es wie ein ganz gewöhnlicher Koffer aussehen. Und der Koffer ist wo? Das wirst du bald selbst sehen. Natürlich erst, wenn du mit deiner Arasaka-Fragerunde durch bist. Was weißt du sonst noch über Yorinobu? Eigentlich ziemlich viel. Hat in Tokio Finanzwesen und Biotechnologie studiert. Sicher nicht seine Entscheidung. Saburo hat ihn bearbeitet, damit er sein Nachfolger wird. Aber dann hat Yorinobu sich davongemacht und alle Verbindungen zum Konzern abgebrochen. Letztendlich kam das schwarze Schaf wieder nach Hause, aber ein bitterer Beigeschmack bleibt. Doch das ist nur eine Seite von ihm. Die andere ist ein intelligenter Mann, der immer wusste, was er wollte. Und der seine eigenen Pläne für Arasaka hat. Und mit dieser Relic-Sache riskiert er jetzt alles? Ja, weil er auf die größte Lüge dieser verdammten Stadt reingefallen ist. Dass man die volle Kontrolle haben kann. Über so ziemlich alles. Noch eine Sache. Was sind das für Daten auf dem Chip? Für dich irrelevant. Wir sprechen hier von Daten, die Yorinobu von Arasaka geklaut hat und obendrein an Netwatch verschabeln will. Klingt mir ziemlich relevant. Hör zu, V. Überlass mir den Relic. Und konzentrier du dich lieber auf deine Belohnung. Sieh den Job durch und ich sorge für ein gut gefüttertes Bankkonto. Okay. Okay, und was jetzt? Jetzt kommt das Beste. Folge mir. Hab was für euch. Sollte beim Planen helfen. Braindance vom Konpeki Plaza. Was soll ich mit einem Braindance? Ich brauch Fakten, kein Fick. Denkst du wirklich, BDs sind nur dafür gut, sich auf virtuelle Titten einen runterzuholen? Nein. Sie können wirklich sehr nützlich sein. Um Details zu analysieren, die nicht mal verchromte Wahrnehmung schnallt. Das ist genau das, was du brauchst. Was ist auf dem Band? Yorinobu Suite. Und zwar von innen. Den Relic musst du selbst finden. Ich hoffe, ich habe dafür genug Details aufgenommen. Moment, hast du das etwa aufgezeichnet? Mhm. BD-Rec-Implantat. Was dagegen? Das soll also Yorinobus Haus auf dem Band sein. Das heißt, du warst drin. Kennt ihr euch? Wie sonst bin ich an all die Infos gekommen? Ich kenne ihn, ehrlich gesagt, sogar gut. Wir haben einen Deal. Rein geschäftlich. Gut für uns beide, denke ich. Dann zeig mal diesen Braindance. Judy wird uns helfen. Auch ne Mox. Wir kennen uns schon ewig. Wie? Das ist wichtig. Judy war immer an meiner Seite. Hat immer geholfen. Ich vertraue ihr. Aber sie ist ne Mox und kein neues Mitglied deiner Crew. Vergiss das nicht. Bestimmt diese Woche. Also, sei ein braver Junge. Benimm dich. Und halt deine Zunge im Zaum. Entspann dich. Glaubst du oder nicht? Ich kann durchaus taktvoll sein. Okay. Sprechen wir mal nicht darüber, was ich gerade eingesammelt habe, ne? Hey, da bist du ja. Das ist V. Er ist für den BD hier. V, das ist Judy. Die beste Braindance-Editorin, die ich kenne. Ja, ja, jetzt ist gut. Ich kotz gleich. Hey, Judy.
deinen BD kompiliert, F. Was meinst du? Zu gebrauchen? Ziemlich ungefiltert. Aber sollte gehen. Wie muss tief rein? Das ist die Hauptsache. Na dann, passen wir ihn auf ihn an. Hab schon mit schlimmerem Scheiß zu tun gehabt. Solltest mal die Jig-Jig-Street-Pornos sehen, die wir manchmal kriegen. Wir lassen wir also rein, damit er sich dort gründlich umsehen kann. Richtig? Na, wie? Wie steht's mit einem ungefilterten Braindance? Schon mal versucht? Was meinst du mit ungefiltert? Wie unterscheidet dieser BD sich von normalen? Fabrikfertige BDs. Vorausgesetzt, sie sind von guter Qualität, speisen dir Gefühle und Eindrücke, die du in der Realität nicht erleben könntest. Aber sie sind für die breite Masse. Hart kodiert, mit Beschränkungen und leichtem Umgang. Aber ein ungefilterter ist eher eine virtuelle Umgebung. Du bewegst dich frei, siehst mehr Details. Editoren suchen dort nach geileren Emotionen und Impulsen, die sie trimmen und zum Auspolstern nutzen. Gut. Setz dich, mach's dir bequem und wir bringen dich zum Laufen. Na dann. Einmal ungefiltert, bitte. Zuerst muss ich dein Wahrnehmungsprofil erstellen. Was für ein Profil, bitte? Ein Modell deiner emotionalen Reaktionen und Wahrnehmungen. Muss ich anpassen, damit dich der BD nicht überwältigt. Sonst wird dir im besten Fall schlecht, sobald du online bist. Würdest dir vermutlich die Eingeweide auskotzen. Und im schlimmsten Fall? Brutzeln deine Synapsen ab wie eine Kakerlake in der Fritteuse. Aber keine Sorge, dazu lassen wir es nicht kommen. Okay, leg los. Aber sag mir, dass es nicht wehtut. Wird's nicht. Diesmal nicht. Okay. Sitz still. Sieh mich an. Ich lass die Analyse laufen. Sollte leicht prickeln. Ja. Okay, jetzt stellen wir die Optik und andere Wahrnehmungssignaturen ein. Guck geradeaus auf diese beiden Schirme, wie bei einer Augenuntersuchung. Muss ich dieses Kalibrierungsgedöns jedes Mal über mich ergehen lassen? Nicht unbedingt, aber das Warten lohnt sich. Gib mir noch 2 Minuten, dann siehst du, was eine BD-Analyse kann. Noch eine Sekunde, muss die Schmerzrezeptoren blockieren. Okay, fertig. Ich teste erstmal dein Profil, werfe ein Sample-BD ein. Benutze es, um dich mit allem vertraut zu machen. Okay, mal sehen. Wo können wir... Kann auch nicht bleiben, Kann er nicht meine Aufzeichnung benutzen? Was soll die Zeitverschwendung? Weil es sonst zu gefährlich ist. Dauert nicht lang. Ich habe hier was, das perfekt sein sollte. Was hast du ausgesucht? Raubüberfall auf einen Laden in Haywood. Echte Amateure. Scheiße, weiß nicht mal, wo ich das her habe. Aber ist perfekt für uns. Wollen wir? Jo. Los geht's. Ich gebe dir erst die zugeschnittene Version, damit du dich orientieren kannst. Dann geht's in den Editiermodus. Absprung in 3, 2, 1. Hell. Dunkel. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Und denk dran, sorg für Action. Die geben uns mehr für einen Adrenalinkick. Okay, jetzt ab mit dir. Los, runter! Auf den Boden! Hübsch den Boden für mich küssen! Geld her! Los! Sonst mache ich dich fertig! Ich schwör's! Wow! Hallo! Ich! Jetzt! Ehe ich dir deine scheiß Birne wegpuste!
Der wurde erschossen. Blocker wurden aktiviert. Du bist gesund und munter. Dieser Schock. Ich spüre ihn immer noch. Hättest mich ruhig vorwarnen können, dass Sterben so weh tut. Scheiße. Dieser letzte Augenblick. Glaub mir, echtes Sterben tut noch viel mehr weh. Bin ich mir nicht so sicher. Dir geht's gleich besser. Alles ist bereit. Ich wechsle in den Editiermodus. Musst du sein immer so blenden. Unterbreche die Verbindung zu den Gefühlsdaten des BD-Machers. Sieh dich gerne um. Die Szene gehört dir. Volle Kamerakontrolle in Analysemodus. Beweg dich, zoome, tu, was immer dir einfällt. Stell dir einfach deine eigene kleine Sandbox vor. Okay, Analysemodus. Du steuerst das Playback und kannst bei Bedarf pausieren. Ruf die Konsole auf, um die Pause zu beenden. Versuch es. Okay, ja. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Genial, oder? Und das ist noch nicht alles. Du kannst auch vor- und zurückspulen, wie du willst. Probier's mal. Spul zurück, ganz bis zum Anfang. Super, sehr gut. Jetzt spul mal vor. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und jetzt kommt die Video. Okay. Du kannst die Aufnahme auch zurücksetzen. So springst du zum Anfang. Versuch's mal. Drei gedrückt. Okay, jetzt geht der Spaß erst richtig los. Dafür bist du überhaupt hier. Im Analysemodus kannst du die vom Aufnehmenden gesehene Umgebung genauer betrachten und sogar scannen. Achte auf die Pistole, die dieser Schwachmat am Anfang von seinem Kumpel bekommen hat. Scan sie. Der Plan ist simpel. Keines das Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, offen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Und denk dran, sorg für Action, die funktioniert. Nimm Kick. Genau hier. Ich erlebe mit Thermalebene, Soundebene. Okay. Sehr gut, ausgezeichnet. Machen wir weiter. Jetzt aufgepasst. Im Analysemodus kannst du Geräusche und Gespräche hören, wenn der Aufnehmende nah genug dran war. Die Technologie zeichnet absolut alles auf. Auch Dinge, die der Aufnehmende gar nicht wahrgenommen hat. Um die Quellen der Wahrnehmungssignale zu sehen, wechsle zur Soundebene im Editor. Na los, versuch's mal. Okay, gut. Jetzt solltest du mehrere Soundsignaturen sehen. Such dir eine aus und stell sie scharf. Okay, fahr, jetzt ab! Ach, kleine Scheiße! Die Ware sortieren, ich übernehme die Kasse. Lutz mir doch den Zwanz, Alter! Und? Was sagst du? Unglaublich. Ernsthaft. Als wäre ich mitten im Geschehen. So funktionieren BD-Aufnahmeimplantate. Sie registrieren alles, alle Elemente im Hintergrund. Dann passt der Editor sie an und hebt sie hervor. Spiel ruhig weiter mit dem Sound rum. Wenn dir langweilig wird, können wir weitermachen. Witzig. Eine Schale sortieren, ich übernehme den Browser und zwei Server. Nutz mir doch den 20. Ich habe zwei Geschmacksrichtungen im Angebot heute. Curry und Alle runter! Los, runter! Ha! Manchmal kannst du extra Ebenen im Rohmaterial analysieren. Aus der Cyberware des Aufnehmenden. Und wie? Eve's Cyberware hat zum Beispiel Kiroshi-Optik mit Infrarotsensor. Dadurch enthalten ihre Aufnahmen Wärmesignaturen. Ha, nicht schlecht. Warten wir, bis der Typ den Schwachkopf am Tresen umpustet. Den Boden! Hübsch den Boden für mich küssen! Du kannst auch Menschen scannen. Geh mal näher an die verletzte Tussi ran. Versuch sie zu scannen. Also gut, weiter. Scroll zu dem Teil, wo unser Künstler durchsiebt wird.
Los, sonst mache ich dich fertig. Ich weiß, wo. Da ist noch jemand. Hey, warte mal, die Frisur. Ist das nicht sein Partner gewesen? Siehst du, er hat nichts geahnt, als er abgeknallt wurde. Aber du wirst es. Los geht's. Jetzt kommt das Beste. Siehst du das Flimmerding überm Eingang? Überwachungskamera. Hat bestimmt den Schuss aufgezeichnet. Siehst du gleich. Kamera ist mit dem Screen hinter dem Kassierer verbunden. Spul zurück an die Stelle, wo er im Sichtfeld des Jungen ist. Jetzt scanne ihn. Ah. Der Partner, oder? Chumba hat ihn erschossen. Bestimmt hatte er das von Anfang an geplant. Auf dem Schwarzmarkt hat er sicher einen Haufen Kohle für so einen BD bekommen. Hardcore-BD-Freaks zahlen Unsummen für echte Nulllinien. Okay, wenn du genug gesehen hast, kannst du jederzeit raus. Ja, das war's eigentlich. Mehr gibt's hier, glaube ich, eh nicht zu sehen. Dann schließen. Nette Spielerei. Beeindruckend, oder? Ein Jammer, dass die meisten BDs, die wir hier bearbeiten, nur zum Palmewedeln was taugen. Okay, bist du soweit? Für die Aufnahme? Weiß nicht. Machen wir Pause. Ich fühle mich immer noch wie der Typ, als... Nee, das war's für mich. Weh, dafür haben wir keine Zeit. Reiß dich zusammen. Okay, okay. Dann mach mal. Muss nur T-Bug dazu schalten. Halt, halt, halt. Wen? Ein Runner aus meiner Crew. Spezialistin für Sicherheitssysteme. Wird mir sagen, worauf ich achten muss. Ist das ein Problem? Damit habe ich sehr wohl ein Problem. Das war so nicht abgesprochen, Evelyn. Evelyn, ohne Tiba bringt mir das alles einen absoluten Scheißdreck. Judy, bitte. Er will einen Runner reinlassen. Was davon verstehst du bitte nicht? Ich kann mir diesen Scheiß nicht mehr anhören. Woher weiß ich, dass sie sich nur da reinhackt? Weil ich es dir sage. Klar. Hilf mir nur noch dieses eine Mal. Und ich verspreche, dass alles klappen wird. Genau wie geplant. Okay, V. Ruf T-Bug an und wir springen rein. Hm. Hey, V. Was gibt's? Bug, hör zu. Ich hab was Nützliches aus dem Compeki Plaza. Einen Braindance. Compeki? Oh, hätte ich mir ja denken können. Ist da jemand bei dir? Unwichtig, T-Bug. Konzentrier dich. Ich brauche dich. Hab keinen Schimmer, worauf ich drinnen achten muss. Ich sehe mal, ob ich dich führen kann. Verbinde mich mit deiner Tech. Jetzt gib mir Zugriff. Öffne Port 1779. Er ist sicher. Gut, ich geh rein. Meine Anfrage sollte bei dir sein, genau jetzt. Hab sie. Bist du soweit? Sekunde. Okay, Verbindung bestätigt. Jetzt nur noch ein temporäres Eis und das war's. Bereit für den Ball. Gib Saft, Jody. Interessante Mission. Okay, V, Augen auf. Wir müssen rausfinden, wo Yorinobu den Relic versteckt. Ich kann man bestimmt gut ficken, oder? Evelyn, ich habe ihre Angst gespürt. Sie hat sich aber schnell zusammengerissen. Ich sagte, nein. Dafür wird mein Kopf rollen. Dann stirbst du für einen guten Zweck. Aber ich... Mach es dir bequem. Ich brauche nur noch eine... Hör bei dem Gespräch zu, V. Das könnte wichtig sein. Ich höre was summen.
Belüftung und Kühlung müssen Server sein. Für die Steuerung all der schicken Spielereien hier drin. Nur noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Das werden wir schon sehen. Bitte, reden Sie mit Ihrem Vater. Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die Risiken erörtern, mein die mit... Mein Vater ist ein müder, alter Greis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Diese Dinge sollte ich nun wirklich nicht hören. Du wirst mir zuhören. Savlo ist ein verwirrter Despot, den Ehren sie für Realität verloren. Gefangen ist in der uralten Vision einer Welt, die es nicht mehr gibt, die es nie gab. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr einer Meinung. Ich glaube kaum, dass sich das heute ändern wird. Lesen Sie die Berichte. Für den Relic gibt es spezifische Lagerungsvorschriften. Die müssen eingehalten werden. Hast du das gehört? Die Relic-Docs müssen hier irgendwo sein. Sieh dich um. Gamers PDA. Das reicht. Es tut mir leid, dass du warten musstest. Geschäftliches kann sehr lästig sein. Es war ja nicht lang. Hatte nicht mal Zeit, mich zu langweilen. Soll noch optional das Sicherheitssystem hacken. Ich tu nochmal zurück. Stimmt hier irgendwo, oder? Wo ist das Sicherheitssystem? Der Cyberware. Wo ist das Sicherheitssystem? Ah, da. Scheiße, die Kameras sind neueste Tech. Bewegungs- und Wärmesensoren, FFE. Aber für dich kein Problem, oder? Natürlich nicht. Ich brauche nur Zugang zu ihrem Subnet. Das ist aber nicht die... Ja, okay. Ah, hier ist noch was. Die Sicherheitsfirmware ist gut, aber ein paar aufgeregte Vögelchen haben in dem Forum gezwitschert, dass durch dieses Sieb eine Menge Körner rieseln würden. Ich generiere ein paar Schlüssel und fälsche die Signaturen. Okay, ist aber immer noch nicht alles. Noch ein Sicherheitssystem. Da oben ist noch eine Kamera. Ich brauche nur noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase, so können wir es nicht. Das werden wir schon sehen. Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die Risiken erweitern. Da ist ein müder, alter Kreis ohne Vision. Ja, denn. Hier gibt's anscheinend nichts. Der ewig in seiner Eisplatte ist in der uralten Vision einer, der es nicht mehr gibt, die seit nicht mehr einer.
Ich finde leider irgendwie nichts weiteres. Hier gibt es irgendwas. Da ist noch ein... Ah, da! Automatische Geschütze. Neuestes Scannermodell. Alle Systeme mit dem Server verbunden. Kannst du sie abschalten? Extern? Nein. Ich muss erst reinkommen und die Links zum System überprüfen. Mhm. Sieht aus, als wären alle Sicherheitssysteme mit dem Hotel-Subnet verbunden. Wir brauchen den Flathead, um diese Systeme auszuschalten. Wir können sie nicht ohne ihn umgehen? Nein. Jedenfalls wüsste ich nicht wie. Okay. Hast du was zum Naschen für mich? Das Zeug vom letzten Mal war ziemlich gut. Schlafzimmer, Nachttisch. Ich habe eine Idee. Bin gleich wieder da. Aber jetzt komm endlich her. Eine Sekunde. Ich suche nach dem perfekten Ambiente. Oh, das wird dir gefallen. Geladen und gesichert. Gut zu wissen. Vergiss das Teil nicht, wenn du da reingehst. Okay. Da ist das PDA. Er ist in einem speziellen Container mit Temperaturregelung. Der Relic muss gekühlt werden. Also muss der Chip im Froster bleiben. Ja, sonst könnte er beschädigt werden. Okay, aktiviere die Thermalerkennung im Editor. So finden wir eher heraus, wo Yorinobu den Chip aufbewahrt. Müsste dann blau sein, oder? Also hier nicht. Mal zurückspulen. Können wir auch einfach gleich an den Anfang zurückgehen. Oh. Da wurde mir doch eben was angezeigt. Mach es dir bequem. Donahue. Scheint, als hätte Mr. Arasaka einen Anlass zum Feiern gehabt. Du meinst doch nicht echt, der ist da, oder? Die Temperatur ist zu niedrig und könnte schwanken. Netter Versuch. Brauchen wir noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Festphase. So können wir es nicht mehr machen. Nur ein Edelkühlschrank. Temperatur stimmt nicht mit den Vorgaben überein. Hier findest du nichts. Okay. Dass sich nichts ändert und er wirklich in seiner alten Art lebt, ist nicht natürlich. Gefangen ist in der Uhr. Ist hier irgendwas? Nein. Alten Vision einer Welt, die es nicht. Die es nie gab. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr einer Meinung. Vielleicht da drüben in dem Raum, ne? Dass du warten musstest. Geschäftliches kann sehr listig sein. Hm. Es war ja nicht lang. Hat etwas zu langweilen. Ist alles in Ordnung? Los, Emschwein. Kann so. Ja, vielleicht. Das wird dir gefallen. Ah. Klimaanlage. Standardmodell für Hotels diesen Kalibers. Temperatur stimmt mit der in den Dokumenten überein. Aber hier wird er nicht sein. Temperaturschwankungen wären zu riskant. Aber mehr ist hier auch nicht. Aber ich habe oben in der Leiste noch ganz am Anfang
Moment. Wir es nicht auf den Markt bringen. Das werden wir schon sehen. Hier muss noch irgendwas. Da hinten. Okay, habt ihr Wärmesignatur. Stimmt mit den Daten in den Unterlagen überein. Yorinobu hat den Koffer hier. Garantiert. Mhm, wir haben ihn. Gute Arbeit. Wir haben alles, was wir brauchen. Verlass den Editor. Fertig. Hast du alles? Hab genug, ja. Danke, Judy. Wir haben alles. Bis dann, T-Bug. Gute Arbeit heute. Wir hören uns bald. Ich werde den Cache und deine Daten löschen. Als wärst du nie hier gewesen. Behalt ihn. Ich schreib ihn bei F an. Ein tragbares Gerät, um BDs zu bearbeiten. Deine Kalibrierungseinstellungen sind hochgeladen. Mhm. Nicht so ausgereift wie das, was wir hier haben, aber es sollte reichen. Und du setzt dich keinem Risiko mehr aus. Gut nachgedacht. Apropos Risiko. Wisst ihr, was ich sehe, wenn ich euch angucke? Redende, wandelnde Leichen. Beruhige dich. Ich habe alles im Griff. Wenn du das verkackst und die an meine Tür klopfen. Judy, ganz ruhig. Das wird nicht passieren. Evelyn, bitte. Keine Abkürzungen. Bei diesem Spiel gewinnt Night City immer. Sei vorsichtig. Sicher doch. Denk dran, wir sprechen uns bald. Danke, Judy. Ehrlich. Und keine Sorge. Ich weiß, was ich tue. Eine Sekunde. Oh, die wird gesucht. Kommst du denn anfällig gegen... Soll das Gift bedeuten, wa? Wahrscheinlich. Wir müssen los. Aber bevor wir losgehen, mache ich nochmal schnell eine kleine Pipi-Pause. Bis gleich.
Und da bin ich wieder. Weiter geht's mit Cyberpunk 2077. Sprich mit Evelyn. Und? Was denkst du? Glaub, ich weiß jetzt, warum du so viel über Yorinobu weißt. Ganz einfach. Männer reden gern im Bett. Zu gern. Also geht es nur um Sex. Business. Und nichts anderes. Bist du dir sicher, dass Yorinobu so einen Zug von dir nicht erwartet? Der ahnt nichts, glaub mir. Ist zu beschäftigt mit Netwatch, als dass er mir so viel Beachtung schenken könnte. Außerdem, selbst wenn er etwas ahnt, spielt das keine Rolle. Er wird nicht rechtzeitig reagieren können. Dafür sorgst du doch, oder? Du machst dir keine Sorgen? Arasaka wird jeden überwachen, der Geschäfte mit Yorinobu gemacht hat. Oh, das wird eine ziemlich lange Liste. Voll mit großen Namen. Viel wichtiger, als ich es bin. Wen werden die wohl zuerst abhaken? Konzernköpfe und Gangster? Oder ein kleines Betthäschen wie mich? Infos über Yorinobu, der Chip, der BD aus dem Compeki. Der Wind steht günstig, der Plan ist wasserdicht. So ein Job ist eine einmalige Gelegenheit. Danke. Und jetzt die Pointe, bitte. Es klingt einfach zu gut, um wahr zu sein. Wo ist der Haken? Kalte Füße. Willst du jetzt etwa aussteigen? Ich will wissen, ob du echt alles unter Kontrolle hast und du mich nicht in eine Güllegrube schickst, aus der ich nicht mehr rauskomme. Wie? Ich habe keinen Grund, dich reinzulegen. Wir stecken da beide drin. Ehrlich. Ich hab das im Griff. Vertrau mir. Abwarten. Und was jetzt? Und was jetzt? Wie? Erledige den Job für mich. Nur für mich. Kein Aufteilen des Profits mit sonst wem. Keine Mittelsmänner. Kein Dex. Du willst unseren Fixer bescheißen. Ich wusste, da stimmt was nicht. Dex ist nur ein Vermittler. Und zu diesem Zeitpunkt auch völlig nutzlos. Evelyn, Fixer hält man bei Laune. Diese Regel kennt jeder Söldner dieser Stadt. Und wer jeder hält sich dran. Wenn wir es richtig anstellen. Vergiss es. So ein Fehler kostet mich den Ruf. Und ohne guten Ruf bist du ein Niemand. Willst du das wirklich riskieren? Die Frage solltest du dir stellen. Willst du den Rest deines Lebens Scavs frittieren? Oder über Nacht zur Legende werden? Du hast die Wahl. Ich denke drüber nach. Wenn ich einwillige, wird das ein Höllenritt. Ganz sicher. Ich weiß. Aber egal, wie du dich entscheidest, das bleibt zwischen uns. Ich kann dir 50% anbieten. Genug Eddies, um alles zu machen, was du willst. Das wär's für mich. Dex wird mir so ein Ding niemals verzeihen. Es gibt noch andere Fixer außer Dex in der Stadt. Ein Angebot wie meins bekommst du nur einmal. Ich denk drüber nach. Ruf mich an, wenn du genug vom Nachdenken hast. Okay. Viel Glück. Jetzt geh. Ich muss mit Judy reden. Oh, Level up. So, das heißt, ich muss erstmal definitiv technische Fähigkeiten leveln. Hätte ich zwar gerne schon auf 6, aber erstmal nur auf 5. Und für den Vorteilspunkt, da gucke ich mal, was bei Intelligenz geht. Quick Hacks wäre interessant. Ach, die können mich auch hacken, Amart. Das hier finde ich ganz gut, das nehmen wir. So. Dann ruf Dex an. Wie sieht's aus, Mr. V? Evelyns Aufnahme aus dem Compeki war die Mühe wert. Wunderbar. Ibak hat schon angerufen. Sie ist schon am Werk. Was ist mit dem Flathead? Bisher nichts. Bin noch dabei. Tibak meint, dass das ohne den Bot nichts wird. Dann mal an die Arbeit, Mister. Triff dich mit Jackie und melde dich bei Miltech-Agentin. Optional.
ist mir beschissen. Ja, könnte ich denn jetzt noch eine Nebenmission machen? Die Tür kriege ich leider noch nicht auf. Was haben wir hier? Höllische Nachbarn. Könnt ihr mal gucken, ob wir die hier machen können. Pachinko-Automaten. Ist auch nicht so weit weg. Hallo? Setz dich auf die Couch stehen. Oh, hier gibt es ja einiges zum Einsammeln. Oh, was haben wir hier? Nachricht, Quatsch. Könnt ihr aber auch alles mitnehmen, ey. Du hast mein Safe geplündert. Oh, da war Geld drin. Die haben wohl nichts dagegen, dass ich hier drinnen klaue, oder? Nee, gell? Das jetzt? Hab ich auch noch was? Gibt's ein Problem? Nope. Danke für das Geld. Gucken wir mal, ob wir die Mission abschließen können. Intelligenz 6. Okay. Aha. Ja? Fick dich, okay? Ich weiß, was ich gesagt habe. Kann ich mich damit verlinken? Oh. Hier wollte ich Nahkampf machen, hat nicht so ganz funktioniert. Ey, mach mal keinen Stress mehr. Oh, war das gerade ein Visier? Da habe ich keine... What? Ich habe ein Maschinengewehr. Protokoll. Ich habe hier keine 55. So macht auf jeden Fall mehr Schaden. Oh,
komm. Komm, ein Treffer noch. Handfeuerwaffe ist gelevelt. Aber hast du jetzt das Schwert ausgewechselt? Jupp. Aufsätze, Mutz. Aha. Geil. Naja. Noch besser als nix. Heißt, entferne dich von dem Pachinko-Automaten. Genau so macht man das. Naja, hätte besser laufen können. Ich mag, wie du Probleme löst. Auftrag erledigt. Oh, ich hab das Geld zusammen, um ihn zu bezahlen. Nett. Aber mal gucken, was ich gerade gekriegt habe. War das eine Hose? Nee. Was hatten die mir da gerade gegeben? Wieso habe ich ja eigentlich ein Ausrufezeichen? Kann ich verbessern? Nee, kann ich nicht. Aber sieht man mal, was verbessert wird. Nicht genügend Komponenten. Aber irgendwie hat die noch ein Ausrufezeichen. Ich weiß nicht warum. Was ist das? Das ist ein Aramid-Kragen aus Keramiklaminat. Hier. Oh ja, das gibt ordentlich Panzerung dazu. Okay, das nehmen wir. Hat auch schon eine höhere Seltenheitsfarbe, ungewöhnlich. Finde ich nett. Gut. Okay. Dann bezahlen wir jetzt mal die Schulden. Später als nie. Ich habe jetzt 2,6 und dann können wir für 2,1 die Schulden bezahlen. Aua. War nicht so ganz sauber, was ich da gemacht habe, aber okay. Ist ja auch egal. Little China bin ich jetzt. Ist nicht einfach hier lang viel kürzer? Jo. Kann ich auch irgendwelche Autos nehmen? Brauchst du einbrechen? Okay. Was ist mit fahrenden Autos? Das funktioniert. Weg.
sowas wie Fahrskills? So, gehen wir mal zum Weg. Weg, ich bezahle meine Schulden. Schulden sind Ehrenschulden. Hä? Wieso kann ich nicht... Ach, das sind 21.000! Oh Gott! Ich habe 2.100 gelesen gehabt. Mann, bin ich blöd. Ja, okay, tut mir leid. Wie läuft der Laden? Kann mich nicht be... Schon besser, dass Misty dir hin... Ja, mich in... Kennen wir schon alles. Aber kann ich mir jetzt noch einmal Upgrades kaufen? Nee. Okay, da habe ich mich verguckt. Ich habe 2.100 gelesen gehabt. Und nicht 21.000. Na gut. Auch hier liegt auch noch was. Klinge, Chemieschaden. Nehme ich. Ach, hier ist doch was, warte mal. So, das ist nur ja. Okay. Dann. Ist das die gleiche vorne? Geht doch mal weg. Pandemonium! Melde dich beim... zahl deine Schulden. Das ist gerade der Typ, den ich da mache, oder? Ohne seinen Körper? Was sind die Net-Kreaturen, wer nicht Seelen aus dem Jenseits? Hab ich mich mal ausquatschen lassen. Ich habe ihre Stimmen gehört. Lebende über... Stimmen gehört? Was haben die gesagt? Sie kannten nicht die Sprache der Sterblichen. Sie heulten, schrien qualvoll auf ewig entrissen ihrer Erdengestalt. Unter ihnen war eine Frau mit einer Stimme aus Eis, Königin Lilith. Sie war ruhig, doch auf Kosten ihrer Menschlichkeit. Ihr fragt, wer öffnet diese unheiligen Tore des Abgrunds? Eigentlich nicht. Und ich antworte euch, die Technonekromanten von Alpha Centauri. Ich kenne dich. Du kommst oft hier lang. Du hast die Wahrheit erkannt, das sehe ich in deinen Augen. Lässt du mir eine kleine Spende da, damit ich meine Mission fortsetzen kann? Ich geb dir mal was. Du leistest gute Arbeit. Nimm das, um der City wachzurütteln. Danke für deinen Beitrag. Ich wusste gleich, du bist ein Jünger der Wahrheit. Und? Wenn ihr ihre Existenz wissentlich glaubt, haben sie schon gewonnen. Mehrmals Bedarf. Radiowellen bringen uns. Okay. Dann. Jetzt habe ich nicht das abgeschlossen. Das ist eine Frage der Ehre. Das war mit der Person, gell? Ah ne, mit Anna, ja. Da komme ich aber oben noch nicht rein. Das kann ich dann erst beim nächsten Level abmachen. Ne? Dann. Story war da. Aber wieso wird mir kein Wegpunkt angezeigt? Das ist eine Nebenmission. Alter, was hier alles auf der Karte zu sehen ist. Triff dich mit Jackie. Was haben wir hier? Okay, hier ist Fragezeichen. Alter Schwede. Aha. Aber melde dich bei Miltech-Agentin Meredith Stout. Wo ist die denn?
Ja, die würde ich ja gern machen, aber geht noch nicht. Ich will mal hier hingehen. Gucken, was das da ist. Oh, ich habe auch 4 Nachrichten, sehe ich gerade. Sollen wir doch auf Nachricht öffnen gehen. Okay, ein paar Infos zu den Gegnern. Achso, das ist mit den Boxen, okay. Und Jackie. Okay. Muss man erstmal dahinter steigen mit dem Handy. Das liegt mir. Ein Plektrum. Aha. Kann man auch Gitarre spielen? Okay, hier ist ein Sackgeiser. Hey, wieso rennst du weg? Okay. Was? Alter, mach mal ruhig! Alter! Kommst du klar? Ich wollte doch nur gucken. Bei Kameras sollte man nicht einfach doof reinlaufen. Guck mal, der wird zum Beispiel gesucht in Night City. Muss ich den jetzt eigentlich, alle Gegner sind und die Beute einsammeln oder die Beute unbemerkt schnappen. Oh ja, ich gehe ja schon. Komm ich da irgendwie von hinten rein? Ach komm. Mach mal. Die ist ein bisschen leveln. So ganz geplant war das jetzt nicht. Aber okay. Ist die besser? Was ist denn diese Lederschieberkappe? Mission abgeschlossen. Benutzen. Okay.
würde mal die hier wegmachen. Hey, welche sind da jetzt ausgewählt? Wait. Ach ja, es ist die noch, okay. Ich wollte schon sagen. Ja, ich hätte es gern stealth-mäßig abgeschlossen, aber der hat mich sofort gesehen. Schade. Ich bin auch schon bei Level 5, ich wäre verrückt. Schön, dass man in einer Stadt, wo man Fahrzeuge... Hey V, kannst du was für mich rausfinden? Es gab eine Streiterei an den Docks. Könnten bloß Junkies sein, aber für mich klingt das nach einer Cyberpsychose. Und ich will wissen, ob Drogen im Spiel waren. Eine Leiche hilft mir nicht viel, also lass ihn leben. Weise eine Granate, ein Kampfgadget kriegst du in deinem Inventar zu, damit sie die während des Kampfes leicht einsetzen kannst. Ja. Dieses Verkommen sei ordentlich ziemlich hoch, also rechne damit, dass unser Mann ordentlich was drauf hat. Also ich muss den Leben fangen. Finde den Cyber. Leck mich doch am Arsch. Was war denn das jetzt? Hallo. Was ist jetzt ab, ne? Ey. Ja, okay, jetzt bewegen wir so nicht zu rechnen, ne? Kommt zum Nahkampf runter, oder was? Na, du sollst schlagen! Kannst du mal aufhören, deine Waffe zu ziehen? So. Liegen. Ups. Klingen. Gott, das war jetzt auch wieder so. Journalistin, oder? Das ist leicht zu erraten, aber nicht alle Leute sind so aufmerksam. Warum hast du aufgehört? Habe ich nicht. Information ist eine Waffe, V. Ich habe mir nur ein größeres Kaliber geholt. Bis dann. Ich sollte eine Nachricht schicken und nicht anrufen. So, Nachricht öffnen. Ich habe am Hafen einen kleinen Drogenring gefunden. Zack. Oh, das gab Geld. Und Street Creek ist herangestiegen. Ah, also es ist auf jeden Fall vorteilhaft, die zu machen. Mission abgeschlossen. Jetzt habe ich hier noch 1 Million Aufträge. Ich könnte jetzt hier ewig hier weitermachen. Was haben wir hier?
Rückholaktion. Hier sollst du etwas für einen Auftraggeber finden. Gefahr hoch. Ja. Scheint nicht noch zu schwach zu sein. Aber das können wir machen, ist gleich in der Nähe. Ein paar Nebenmissionen machen, um ein bisschen stärker zu werden. Dann können wir auch Story weitermachen. So, ich bin gerade überlegen, ob ich mal die Granate wechsle. Dass die betäubt. Brandgranate, nein, die tötet. Aufklärungsgranate, scannt die Umgebung 7 Sekunden lang und markiert entdeckte Gegner. Hm. Oder Blendgranate, die machen wir mal rein. Halt. Ah, da willst du mich verarschen. Ist das hier nicht ein Zebrastreifen? Hier, Polizei, machen wir mal was. Da bist du kein Polizist. Was habe ich jetzt hier eigentlich alles eingesammelt, ey? Ich sammle hier 1 Million Sachen auf und habe keine Ahnung. Das sieht aus, ey. So, was war hier eigentlich? Ist die eigentlich besser als die, oder? Oh, was ist denn das? Episch. Volles Potenzial freigeschaltet bei Konstitution 6. Ah, okay. Also noch habe ich genug Platz. Ich habe noch nicht mal die Hälfte erreicht. Messer. Tanto. 162. Ist die sogar besser? Das ist ein Messer. Okay. Die sind hart. Darf ich da langlaufen? Ich hoffe es mal. Hey, wie? Ein Freund von mir braucht Hilfe. Hat sein Auge verzockt und will es zurück. Also ein Implantat. Sollte richtig leicht verdientes Geld sein. Was meinst du? Details anbei. Ah, okay, wenn ich in die Nähe komme von diesen Missionen, dann ruft die mich immer an. Mission verfolgen. Verstehe. Was ist mit Roulette? Ja. Schon mal probiert? Was gibt's hier so? In der Schule nicht aufgepasst. Steht doch alles auf der Karte. Ja, okay, davon habe ich glaube ich selbst genug. Aber ich kann ja mal verkaufen, oder? Ey, man kann auch Rüstung verkaufen. Das würde ich gern verkaufen. Das weg, das weg. Das nicht. Aber das kann dann weg. Gibt zwar nur 1 Dollar, aber okay. Oh. Und das weg. 9 Dollar. So, was haben wir hier? Das ist Essen. So, ja, R3 war ja 24 Dollar. Wow. Aber okay. Besser als nichts. So, was kann man kaufen? Nee. Lass mal da neu ausrüsten. Alter, kannst du hier mit Panzerrüstung tragen hier? Ja, CD Projekt Red hat ja echt einen guten Job gemacht. Man gewinnt. Oder man verliert. Was ist denn Ping? Ich weiß, also das wird glaube ich nur angezeigt. Achso, ich kann auch R3 drücken, gell? Ja. Du musst echt aufhören, Klebstoff zu finden. Da werde ich nicht einfach so reingehen dürfen. Komm ich da rein? Hey,
Keiner da. Ich sei nur gerade einen ab. Achso, durch die Markierung kann ich die auch durch die Wände jetzt sehen. Ah, verstehe. Ist wieder cool. Oh. Was zur Hölle? Ja. Möge das Blut fort! Oh, was? Alter. Oh, hätte auf hinten reinkommen können, okay. Jetzt war ich etwas überreizt. Die Waffe ist nett. Tech-Waffen ermöglicht es dir besonders durchschlagkräftige Schüsse abzuladen. Aufzuladen, die Deckung durchdringen und die Gegner dahinter treffen können. Oh wait, what? Das ist ja geil. Was ist denn das? Die hier. Die Waffe ist echt nice. Ein Aufsatz. Und er sitzt gemütlich hier. Alter, da sind fast nur zwei Schuss. Verbinden. Level up, ne, Preach Protocol, okay. Ich muss auch mal Waffen verkaufen. Oh, da kommen neue Leute. Gibt's noch was? Wollen der seine Kaiser? Schade, kann nichts klauen aus der Kaiser. So, finde, ich habe das Implantat noch gar nicht gefunden. Wo bist du hin? Halt die Sau! Ruhe. Da ist es. Ey, 1 Million Sachen hebt man hier auf, ey. Ah, hat dieselbe Panzerung. Das nehmen wir mal. Vor allem, was spezial sein soll. Okay.
Okay. Ja, ein bisschen mehr Stealth-mäßig würde ich gerne mal vorgehen, aber da habe ich wohl den falschen Eingang benutzt. Da liegt einfach mal eine Waffe auf dem Boden rum, warum nicht? Kann man machen. Jacob hat sein Auge wieder. Also hast du den Auftrag erledigt, aber... Jo. Wie? Das war keine gute Arbeit. Streng dich nächstes Mal. Auftrag erledigt. Und danke. Ja, sorry. Boah. Komme Vic seinen Betrag näher. So, haben wir noch eine Mission hier in der Nähe. Die Nebenmissionen machen echt Spaß. Das war zu hoch. Zahle deine Schulden. Hier haben wir Mittel. Aber da würde ich... Alter Schwede, was es hier alles gibt, ey. Was ist denn das? Für den Verkauf und die Abgabe von Gegenständen. Hier ist mein Zuhause. Ach schau, dass man immer extra in den Terminal rennen muss, um schnell Reisen zu machen. Finde ich ein bisschen doof, dass man es von der Karte aus nicht gleich machen kann. Mal zu dem hier, Schnellreise. Leider ist ja die PS4-Version auf der PS5, also ich habe ja die PS5 und das Spiel ist PS4, leider ist es nicht optimiert für die PS5. Schade eigentlich. Wobei mich mal die Ladezeit jetzt interessieren würde, ob die jetzt auf der PS5 schneller ist oder genauso schnell wie bei der PS4. Aber nun gut, sie war jetzt nicht überragend lang. Hey! Hey du! Ich muss zu dem Ripper, Mann! Ich. Also, geht mit dir. Kriegst auch Geld! Na klar. Sehr gut! Worauf warten wir dann noch? Oh, zum okay. Auto! Schnell! Ich muss mal einfach sein Auto mal rufen können. Oh, garantiert befriedigend stand drauf. Lass mich raten. Ist das DAT Modell XCV19? Ja. Woher weißt du das? Ich kenne mich mit Implantaten aus. Auch mit den illegalen. Defekte Modellreihe wurde zurückgerufen. Wird nur auf dem Schwarzmarkt vertickt. Hey! Danke! War ja klar. Oh, fahr einfach! Sieht es hier um! Bleib mal cool. Die sind gleich weg. Cool? Was ist das jetzt? Fuck! Das brennt wie Sau! Und ich soll cool bleiben? Chill mal. Ich gebe mein Bestes. Hab ich meinem Output auch gesagt? Alter. Hat ihr Schein? Das ist meine Straßensperre. Uncool. War nicht gereicht! So, ich bin auf der Straße. Okay, verstehe. Da lang komme ich nicht, also muss ich hier vorne links abbiegen. Verdammt, du Scheiße! Fuck! Kannst du wenigstens aufhören, so rumzuschreien? Weißt du, wie scheiße weh das tut?
fühlt sich an, als würde ich einen Anspitzer ficken. Dann leide stiller, Chu. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Selten so gelacht! Okay, wir... Ich teile später! Ich ruf dich an! Aber... Das tut so verfickt weh! Scheiße! So, jetzt hat er hinzugefügt. Typ mit dem Schwanzproblem. Alles klar. Warte auf den Anruf von dem aufgebrachten Mann. Ich kann nicht! An alle NCPD-Subunternehmer. Gesucht werden Verdächtige für organisiertes Verbrechen bei der Ross Street und Shipyard Way. Eine Gruppe Scavenger unter der Führung von Jelena Sidorova, bewaffnet und gefährlich, haben Obdachlose angegriffen. Die Behörden bieten eine Belohnung für die Neutralisierung der Bedrohung. Ich halte es nicht mehr aus. Ich darf irgendwie verbrechen. Das sind ja alle Gegner in diesem Gebiet. In welchem? Oh, ich bin ja Level gestiegen. Ja. Auf jeden Fall technische Fähigkeit. Auch ich habe nur. Oh, was? Nur Vorteilspunkte bekommen. Du Scheiße, brauchst du da viele Punkte. Krass. Zählt unter stumpfen Waffen auch die Fäuste? Das würde mich mal interessieren. So. So, ich wollte noch gucken hier wegen dem Gebiet. Ach hier. Machen wir das doch mal. Das Street Creed erhöhen. Achso, ich habe ja auch noch Mods, ne? Da gibt's für die Waffe nicht. Scheinbar nicht. Na gut. Heilt sich. Eieiei, machen die Schaden. Ja. Das hat Schaden gemacht. Letzten Checkpoint laden. Da habe ich auf die Fräse bekommen.
eine schöne Fernkampfwaffe wäre nicht schlecht. Ja gut, lass mal das jetzt mal. Ich würde sagen, oh, jetzt muss ich das nochmal machen. Oder habe ich das gemacht? Boah, Klingen finde ich auch geil. Ey, gibt so viel zu leveln, du hast echt keine Ahnung, was du leveln sollst, ey. Ah, komm, wir machen jetzt mal Story weiter. Auch wenn ich nicht weiß, wo die Agentin sein soll. Das ist jetzt wo gewesen? Da. Das wird mir hier irgendwie nicht angezeigt. Das ist nur Nebenmission. Alter, was es hier alles gibt. Robot Dog. Junkladen. Neutralisiere das Ziel. Kann ich leider noch nicht machen. Dann würde ich das machen. Dann gehen wir mal zu Jackie. Ein bisschen Auto fahren. Habe ich viel zu selten bis jetzt gemacht. Kann man sich für Radiosender nehmen. Dürfte eigentlich alles keine geschützte Musik sein. Wagen ob eine Handbremse? Nee, wa? Ah, da bist du ja. Einfach vorbeifahren. Ja, por fin. Lass hören, was du rausgeholt hast. Ist das eine Arch? Verdammt, eine echte Schönheit. War ein echtes Schnäppchen. Hab die Kohle vom Dorset-Shop benutzt. Und das hat für diese Bestie gereicht? Selbst für eine gebrauchte? Naja, hab einen Kredit aufgenommen. Nur muy pequeñito. Ist es aber echt wert. Gibt es ein Lebenszeichen von T-Bug? Habt ihr geredet? Ist up to date und scharf auf die Arbeit mit Dex. Bereitet sich schon vor. Die beiden kennen sich. Haben bis zu Dex Pause zusammengearbeitet. Wartest du schon lange? Meine Madre meinte immer, Geduld zahlt sich aus. Also? Ah, oh, schade. Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Er hat im Voraus bezahlt? Ichule. Ach, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan? 10.000. Das kann nicht glatt laufen. Wir reden von Maelstrom. Bei den Gangs herrschen simple Gesetze. Der Stärkste gewinnt. Und überlebt. Entweder du fickst oder du wirst gefickt. Richtig. Okay, ab in die Höhle der Borgbestie. Los geht's. Na dann, reden wir mal mit den Wichsern. Na gut, klopfen wir bei ihnen an. Mal sehen, ob sie aufmachen.
Melde dich beim Miniticket. Wo ist denn die Alte? Ich hasse diese Seite. Die wird mir hier nicht angezeigt. Oder kann ich die... Warte mal, anrufen. Oh, wow. Ah, diese Gangs sind doch alle gleich. Zuerst sagst du mir, woher du diese Nummer hast. Ich hab mehr als nur deine Nummer. Hab gehört, du hast den Konvoi verloren. Du da, stopp ihm das Maul. Raus mit der Sprache, was weißt du? Bei Maelstrom kannst du dir nie sicher sein. Nicht am Telefon. Lass uns treffen. Ein Deal aushandeln. Ein Deal? Na gut. Erste Ausfahrt auf der Skyline Richtung NID. Sturmkanal unter der Überführung. Wir treffen uns dort. Hier würde ich mal eher denken müssen. Jackie, du musst nochmal warten. Dann bis später. Ja. Nimm's nicht übel, aber ich hab das vercheckt. Und optionale Quests sind immer gut. Alter! Hier die Aktivität wie Diebstähle oder das Angreifen von Zivilisten führt dazu, dass das NPC ein Kopfgeld auf dich aussetzt. Die Polizei wird eine Patrouille zum Tatort entsenden, wobei ihre Reaktion proportional zum Kopfgeld ausfällt. Entfernt dich von dem Tatort und verhalte dich für eine Weile unauffällig, um die Polizei abzuschütteln. Ja, wenn der auch mit auf der Straße steht. Döde. Warte, was? Die Streckenführung ist hier auch wieder mal sehr geil. Alter, wollt ihr mich hier verarschen? Was sind das hier für eine Scheiße? Jetzt hänge ich fest. Gott, ey, Leute. Ich hätte hier lang fahren sollen. Ja, nee, da oben ist doof. Der Wagen fährt von alleine zu mir. Okay. Da. Achtung, Leute. Meredith Stout. Ich vermute, das warst du am Apparat. Das war ich. Alter, kommst du klar? Du Wichser, denkst du kannst mich erpressen? Bedingungen stellen? Hast du noch was zu sagen? Beruhige dich, verdammt! Ich will nur reden. Scheiße, Meredith! Halt's Maul! Ist das verfickte Teil fertig? Fertig. Jetzt beantwortest du meine Fragen. Wahrheitsgemäß, direkt. Bist du alleine hier? Ja, nur ich ganz alleine. Es ist wahr. Geht nachsehen, sofort. Ja, Terminator. Hör genau zu. Dieses Stück Scheiße, Anthony Gilchrist. Ist er dein Kontakt? Hat er Infos zum Konvoi durchsickern lassen? Gilchrist sagt mir nichts. Ist das der elende Dreckshaufen da? Ist wahr, kenn sich nicht. Allerdings habe ich früher selbst Konvois überfallen. Kenne die üblichen Verdächtigen. Kann dir sicher helfen, den Informanten zu finden. Aber mein jetziges Wissen wird dir in der Hinsicht nicht viel bringen. Hör zu, ich weiß, wo der Transport ist. Ich kann dir helfen. Aber ich will eine Gegenleistung.
Ich hab's doch gesagt, verdammt! Ich bin kein Verräter! Wie oft denn noch? Bringt ihn zum Schweigen! Lass mich sofort gehen, sonst... Oh. Den könnt ihr loslassen. Will wissen, was er zu sagen hat. Ich könnte dir mit den Sicherheitslücken deiner Konvois helfen, damit so ein Fiasko nicht nochmal passiert. Kein Interesse. Also, was willst du? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hättest du nicht gleich locker bleiben können? Halt deine Scheißfresse. Was willst du? Ich brauche einen Bot. Einen Flathead. Die Typen, die dich abgezogen haben, haben ihn. Wenn ich den Bot krieg, zeige ich in die richtige Richtung. Hast du einen Plan, wie du sie handhaben willst? Könnte ihn mir einfach holen. Mit Gewalt. Aber sie erwarten eine Bezahlung. Wäre also auch eine Möglichkeit. Gut, zweiteres. Unter einer Bedingung. Du bezahlst mit unserem Geld. Klingt zumutbar. Bin dabei. Das Mindsplitter, die du in der Welt findest, enthalten hinter Datenverschlüsselung verborgene Informationen. Um einen Splitter zu entschlüsseln, musst du ihn entweder über die Benachrichtigung gleich nach Erhalt öffnen oder ihn später im Tab Splitter in deinem Journal im Hauptmenü auswählen. Wähle dann Sicherheit hacken, um die Geheimnisse des Splitters zu gelangen. Bezahl einfach mit dem Chip. Mehr musst du nicht. Sicherheit hacken. Verboten. Aber versuch mich zu ficken und wir sehen uns schneller wieder, als dir lieb ist. Du machst einen Fehler. Die Schlampe ist schon so gut wie tot. Und sie wird dich mit runterhalten. Kann ich das Ding jetzt noch einmal hacken? Halt. Oh Gott, die ganzen Dinger, die ich gefangen habe. Alter, ernsthaft? Nee, ich kann nicht nochmal hacken. Nee, ich kann es nur lesen, ich kann es nicht hacken. Ah, okay. Na. Schau mal. Okay. Das war jetzt echt frech. Vom Bremsen haben die aber auch noch nichts gehört, oder? Alles Raudis hier. Ah, hier kann ich jetzt durchfahren. Wow. Oder auch nicht. Alter. Ja, okay. Kein Spiel ist perfekt, ne? So. Gehen wir mal zu Jackie. Falls er noch da ist. Ja, da ist er. Ah, da bist du ja. Na los, kündige unseren Besuch an.
Wir wollen mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Hauptraum. Wir warten schon. Wie gemütlich. Wähle nur noch ein paar Grünpflanzen. Oh ja. Wirken verdammt gut vorbereitet. Abreise, Hecken. Hab noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Nein. Sind sicher wie Maden über rohes Fleisch gefallen. Militech, keine Frage. Die Psychoborgs sind mit Militärhardware im Wert von Millionen verchromt. Das kann... Hey, was war da drin? Ein Militech-Laster. Diese Cabrones hätten ein paar Kisten abgegriffen. Nicht den ganzen verfickten Laster. Ich muss auch nicht mal bei seinem Laden aufsuchen, ey. So viele Waffen und Klamotten, die ich alle verkaufen könnte. Viel Inventar. Ja, okay. Hab noch Platz. Ich weiß nicht, wie viele Splitter es in diesem Spiel gibt, ey. Antipersonenmine. Schrapnellschleuder mit Zielerfassung. Wunderbar. Dezent. Oh, hier gibt es viel explosives Zeug. Schläger. Ich muss das hier klauen. Na? Scharfschützengewehr-Munition. Ich habe noch nicht mal ein Scharfschützengewehr. Aber nett, dass sie nichts dagegen haben, dass ich ihr Zeug mitnehme. Ist echt nett. Cool bleiben wir. Denk dran, wir sind in ihrem Terrain. Also, was wollt ihr? Wir wollen Royce sprechen. Business-Kram. Mr. Royce ist beschäftigt. Müsst mit mir Vorlieb nehmen. Ihr habt einen Bot, Modell MT-0D12, auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Brick schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig. Nope, du redest mit mir. Mein Name ist Dum-Dum. Auf Sofa, setzen. Dum-Dum, ist das für ein Name? Überall Kopfgeld auf die ausgesetzt hier. Geht auch für dich, Fleischklops. Ich stehe lieber. Ist das aus verfickte Sofa mit deinem Fettarsch? Zwing mich. Dachte schon, du fragst nie. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugeln... Setz dich. Nimmt kein gutes Ende. Scheiße. Also gut. Na los, entspannen wir uns. Nimm Zug. Besser? Wie der aussieht. Jetzt können wir reden. Die alle aussehen. Hier ist er, der Flathead. Modell MT-0D12.
Militech wird nicht danach suchen? Scheiß auf Militech! Sollen sie es doch versuchen! Wir haben die Seriennummer entfernt und alles mit unserer Software entsperrt. Sobald er dir gehört, gehört er echt dir. Militech wird nicht danach... Ja? Ich muss ihn sehen. Nur zu. Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermaltarnung. Perfekte Wahrnehmungsimmersion durch Raven-Steuerung. Aufgemotzte Prototypantriebe aus einem Titan-Vanadium-Aramid-Gemisch. Und sieh dir das an. Voll integrierter Link. Wenn die Spinne die Wände hochklettert und dann von der Decke baumelt, kommt einem das Essen wieder hoch. Und? Was denkst du? Es nervt mich, dass sie überall einen Punkt immer zu wenig haben. Okay, wir nehmen ihn. Super Zeug. Echt. Ja. Dann her mit dem Geld. Break hat es. Alles schon bezahlt. Break hat es. Also ich sehe Brickfick hier nirgendwo. Du etwa? Scheiß auf Brick. Machen wir einen neuen Deal. Ha! Sehr guter Geschäftssinn! Also gut, du willst den Flathead? Dann rück die Eddies raus! Chill mal. Hier sind sie. Einfach so? Ohne mit der Wimper zu zucken? Willst du das Geld oder nicht? Hab noch zu tun. Weißt du, du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Für wen ihr arbeitet. Wir arbeiten für Dexter DeShawn. Dexter DeShawn! Der Fettsack, der wie beknackt halb Pacifica gefickt hat. Das ist er nicht tot. Ganz im Gegenteil. Und er lässt schön grüßen. Was ist? Nimmst du mein Angebot jetzt an? Kurzschluss oder was? Ich warte nicht. Hier ist das Geld. Ich leg sogar noch ein Geschenk oben drauf. Militech ist euch auf den Fersen. Und zwar dicht. Was? Der Cratchip hat einen Virus. Keine Sorge, hab ihn entfernt. Prüf ihn! Mit Deutschballern möchte ich eigentlich sehr ungern. Da sind bestimmt viele Leute. Und verpisst euch aus meiner Fabrik! Wenn das eine Scheißfalle ist, mache ich ab. Wir haben, was wir wollen. Nova! Oh, endlich. Technische Fähigkeit. Da kann ich auch eigentlich die eine Nebenmission mal machen. Zack. Was haben wir hier noch an? Erhält beim Zerlegen von Items mehr Komponenten. Junk-Items werden automatisch zerlegt. Was haben wir hier? Mach mal das hier. Ey, man hat hier so viel zu leveln, ey. Das ist schon krass. Aber man kann Sachen zerlegen? Ernsthaft? Oh, oh, oh.
Das ist eine Menge. Könnte ich jetzt zum Beispiel die hier zerlegen? Hier, Dreieck. Dann zerlegen wir das doch mal lieber, um Sachen zu kriegen, die wir nicht mehr brauchen. Also, ja, komm. Achso, das. Okay, weg. Alles weg, was schlechter ist. Kann ich auch mal schön upgraden. Haben die Katana auch weg, dafür habe ich das Messer. Gut, jetzt habe ich alle Waffen. Die würde ich aber gerne behalten. So. Kontrollsplitter. Achso, das ist ja okay. So, jetzt könnte ich auch Itemherstellung machen. Ups. Könnte ich da jetzt auch. Das ist so kompliziert hier alles. Könnte ich jetzt nicht die Waffe nehmen? Wo hat denn jetzt Upgrades? Oh Gott. So, Test, Test, Test. Ich glaube, ich bin wieder da. Hallo, hallo, hallo. Ja, ich bin wieder da. Okay. Ja, keine Ahnung, was da gerade war. Ich konnte irgendwie gerade nicht weitermachen. Also ich konnte den Stream nicht nochmal neu starten. Keine Ahnung, was da los war, aber ich gehe jetzt nochmal zurück zu Upgrades. Denn ich konnte die Waffe, glaube ich, verbessern. Ja, genau. Dann upgraden. Können Sie gerne nochmal upgraden. Und das war's. Das müsste eigentlich mit die beste sein, oder? Ja, die ist noch besser und die ist noch besser. Aber dann würde ich eigentlich lieber die rausnehmen. Ach echt? Die sind alle schlechter als die? Okay. Ne, ich nehme aber meine Handfeuerwaffe mit. Ist okay. Fertig seid, seinen Schwanz zu lutschen. So ein Stück Scheiße. Was zum Scheiße, Militech! Lass uns von hier verpissen! Geh nach! Militech hat es nicht mit dem Chip geschafft. Also kommen jetzt die Großhängeschosse. Ist sowieso eher ihr Stil. Jo. Wir fahren auf den Fertigungsband. Schalt es ein. Was? Hey, Dummi, oder wie du auch heißt. Warum hilfst du uns überhaupt? Aber bevor es weitergeht, mache ich noch mal eine kleine Pipi-Pause. Bis gleich.
So, es kann weitergehen. Let's go. Los, gehen wir! Alter, mach dich locker! Warte mal, wir sollten mal eine andere Granate wählen. Und zwar habe ich eine Menge. Mein System verhängt. Ein Chaos hier. Wer ist denn jetzt? Lass ihnen keine Chance aus! Versuch sie doch nicht zu verwenden. Also was Grünes ist immer besser. Interessant. Oder halt Heil-Item. Geh doch mal weg. Keine Ahnung, mit dem du dich anlegst. Ja, was Blaues. Das sind, glaube ich, die Mantis-Klingen, die ich bis jetzt noch nicht habe. Leider. Hey, ich will das Item da haben. Siehst du? Aber jemand, die man hier sieht, gell? Ein Seil geschossen oder was? Was ist denn das da für ein Symbol? Da redet jemand. Macho. Let's hochgehen. Komm, runter. Kommt ihr, Jungs? Terroranschlag! Lass mal hier. Aber ich brauche keine Kameras benutzen, aber wir haben leider keine Waffen. Und da ist das Spiel wieder abgestürzt. Ich würde sagen, ich beende das Spiel jetzt. Tut mir leid, Leute. Ich habe keine Lust mehr. Andauernd für Fehlerstatus. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.